Ja, dann darf ich euch begrüßen, alle die, die auch jetzt neu dazugekommen sind und nochmal einen Schwung mehr dazugekommen, finde ich total stark. Gibt so ein paar Dauerbrenner hier, die das versuchen mitnehmen, was ich mitkriegen kann, das finde ich auch gut. Und dann begrüße ich genauso eben die, die von euch, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir sind hier schon so richtig gut in so einem Schwung drin, von dem, was wir jetzt schon gestern Abend mitgekriegt haben, von dem, was wir heute Morgen mitgekriegt haben. Jetzt sind wir alle ein bisschen gesättigt. Wir müssen mal so ein bisschen gucken. Gerade nach der Mittagspause sind die gefährlichsten Einheiten, weil man da so, da wird alles Blut, was man jetzt im Hirn eigentlich bräuchte, wird zum Magen hin abgezogen, weil da so viel zu verarbeiten ist. Und das gibt so ein bisschen Blutleere im Kopf und das macht so ein bisschen müde, normal. Aber ich habe eben mir schon sagen lassen, das wird jetzt nicht 1,5 Stunden sitzen und zuhören, sondern wir werden wieder, so wie Felix das so gerne mag, interaktiv. Das kommt diesem entgegen, der Blutleere im Hirn und den, der Fülle im Magen so. Da können wir gegen anarbeiten. Und zwar werden wir zu dem Thema gleich nochmal uns in 4 Örtlichkeiten verteilen. Das heißt, eine Gruppe bleibt da hinten. Wir ziehen einmal ganz grob die Falltür zu. Eine Gruppe hier, eine Gruppenstation in der Lounge und einmal hier oben im Jimmy-Raum. Also es gibt 4 Orte, an denen wir praktisch tätig werden wollen. Und gleichzeitig auch nochmal, das wird noch gesagt, 2 verschiedene Stationen, die jeder sich aussuchen kann. Aber nur, dass ihr schon mal ganz grob wisst, wir teilen hier noch ein bisschen auf. Ich finde dieses Thema so spannend. Gebet bewegt Gott zum Handeln. Wir bekamen jetzt von, wem kam die Postkarte mit, wer den Schlüssel zum Himmel hat? Von Kerstin kam eine schicke Karte. Liegt die da hinten? Von Weitem könnt ihr das jetzt nicht so gut sehen, aber das ist so eine kleine Postkarte, wo man eine junge Frau sieht, die so ein Tuch vom Himmel wegzieht. Und darunter ist ein Zitat von dem großen Spurgeon, der Predigerpapst: Wer den Schlüssel des Gebets hat, kann den Himmel öffnen. Ganz toll gemachtes Bild. Das ist eine Thematik, die mich selbst auch sehr, sehr bewegt. Und immer wieder muss ich daran denken, an diese Geschichte. Wir sind als Kinder Gottes, Kinder des großen allmächtigen Vaters. Und was machen wir als Eltern, wenn unsere Kinder bei uns rumquengeln? Entweder wir bügeln sie ab, weil es nicht gut ist für sie, aber irgendwann wird das Herz weich, und dann geben wir auch mal nach, sozusagen. Oder wenn unsere Kinder uns um etwas bitten, wo wir wissen, das ist total wichtig für die Kids, dann brauchen die gar nicht lange bitten, das geht sofort durch. Und das ist genau diese Geschichte, die wir auch als Erwachsene Gott gegenüber immer noch haben, diese Stellung. Wir sind seine Kinder und wir dürfen den Vater bestürmen im Gebet. Und es gibt die berühmten Bibelstellen, wo Gott sagt: Wenn einer mich um einen Brot oder einen Fisch bittet, dann werde ich meinen Kindern doch keinen Skorpion oder eine Schlange oder irgendwas anderes geben, was sie nicht so gut gebrauchen können. Genau, das sind so Verheißungen, die wir in Anspruch nehmen können. Ich bin schon total gespannt. Felix, du bist dran. Können alle Leute mal die Hand heben, die jetzt gerade gekommen sind? Wow! Sehr cool, sehr cool. Ich hoffe, ihr seid voller Erwartung hergekommen. Ist okay, er hat genickt. Wie heißt du? Also Alex hat genickt, das beruhigt mich jetzt. Super. Wir sind schon seit gestern Abend dabei und heute Vormittag auch richtig viel zu denken. Und die da sind, haben es schon gemerkt, so, ich rede auch mal und manchmal länger, als ich vielleicht sollte. Aber viel machen wir auch interaktiv und es ist so ein Fragen-Antwort-Spiel und wir gucken uns witzige Grafiken an und so und lernen daraus. Und jetzt muss ich mal kurz die Technik fragen. Können wir nochmal die letzte Folie, die letzte Präsentation aufrufen? Diese coole Pyramide. Das wollte ich kurz mal sagen. Ja, noch mal eins weiter. Ja, genau. Jetzt für all die Leute, die jetzt gerade dazugekommen sind, kann jemand mal wiederholen, was dieses Ding ist? Tracy.
Genau. Genau. Das war jetzt schnell zusammengefasst. Ja, genau, genau, richtig. Und wir wollen ja hier, dass wir so viel wie möglich mitnehmen. Und deshalb ist jetzt diese nächste Session auch unglaublich praktisch. Ihr habt es schon gehört von Jan Peter. Wir wollen nicht einfach nur jetzt 90 Minuten was hören über Gebet. Weil da könnt ihr euch auch eine schöne Audiokassette anhören oder eine Predigt aus dem Internet. Da müssen wir nicht hier zusammenkommen. Aber was wir hier zusammen machen können, ist unglaublich viel stärker. Ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn es um Gemeindebauen geht, wir bauen Mauern. Dann sag ich so, Nee, in Gemeinde bauen wir doch keine Mauern. Wenn, dann reißen wir Mauern ein. So. Und er hat gesagt, nee, also wenn wir so eine Hausgemeinde bauen, dann bauen wir so eine Mauer außen drum herum, damit die Leute, die innen sind, wirklich geschützt sind. Damit die Leute, die innen sind, ausprobieren können. An Gaben, was da ist, und dass sie sich weiterentwickeln können, dass nichts peinlich ist, was sie sagen, weil es ist ein geschützter Rahmen. Und das habe ich verstanden. So, was wir hier haben, ist auch so ein geschützter Rahmen. Wir können hier uns gemeinsam weiterentwickeln und gemeinsam Sachen ausprobieren, die wir vielleicht noch gar nicht so gut kennen. Und das kann man schlecht machen, wenn man irgendwie nur so eine Predigt anhört aus dem Internet. Das können wir nur machen, wenn wir gemeinsam hier als Gemeinde zusammenkommen. Und deshalb soll auch einfach jetzt diese nächsten 90 Minuten dafür da sein, dass wir praktisch sind und praktisch gemeinsam Sachen probieren im Feld Gebet. Ich sage am Anfang kurz was zu Gebet, aber wirklich nur so ganz kurz. Und wer irgendwie noch was dazu sagen will, kann gerne noch was hinzufügen. Und dann werden wir diese vier Gruppen vorstellen. Okay? Die Sachen, die jetzt kommen, sind eher so die so ein paar Basics, so praktische Sachen, wie kann ich beten? Das sind so ein paar Punkte. Es sind nur 7 kleine Punkte und ich möchte euch einfach kurz vorstellen, dass wir die so im Hintergrund haben, wenn wir dann gleich anfangen zu beten. Wie man beten kann. Kein Muss, aber so Empfehlungen. Umso konkreter unser Gebet ist, umso besser. Umso konkreter wir für einzelne Leute bitten, umso klarer werden wir auch Gottes Eingreifen sehen. Wir können für Weltfrieden bitten. Und das ist wichtig, für Weltfrieden zu bitten. Aber es ist schwierig dann zu sagen, ja, Gott hat mein Gebet erhört. Weil vielleicht hat er das Gebet erhört in einem kleinen Bürgerkriegsland, in einer kleinen Situation, aber wir wissen gar nichts davon. Aber wenn wir bitten, Vater im Himmel, morgen kommt der und der zu unserem Gottesdienst und ich möchte wirklich, dass er ein positives Gefühl mitbekommt, weil der hat sich mit Gott noch nie auseinandergesetzt, dann ist es wirklich überprüfbar. Deshalb, wenn wir bitten, umso konkreter wir bitten, umso besser. Es ist auch gut, laut zu beten. Ich bin manchmal so in Jugendgruppen unterwegs und so viele Leute, die auch irgendwie so ein bisschen christlich aufgewachsen sind und du redest dann so mit den Leitern von diesen Jugendgruppen und die beschweren sich und sagen, die Leute beten nicht. Und dann rede ich mit den Jugendlichen und doch, wir beten ganz viel. Also irgendwie passen diese beiden Meinungen nicht so zusammen. Und dann frage ich so, ja, wie betet denn ihr so? Naja, wir beten leise. Okay, das ist natürlich schade, weil dann können die ganzen anderen Leute gar nicht hören, was ihr so betet. Wenn ihr in einer Gruppe seid und alle beten leise, jeder betet für sich, da kann man sich gar nicht ermutigen, da weiß man gar nicht, was liegt in dem anderen jetzt auf der Seele. Und ich frage dann dort immer, kennst du ein Beispiel aus der Bibel, wo jemand leise betet? Dann überlegen Leute, und irgendwann sagen sie, nee. Und dann sage ich sie, das ist für mich Beweis genug, es gibt kein Beispiel, was ich sehe, wo Leute so leise beten. Lass uns laut beten. Lass uns Sachen aussprechen. Die Bibel sagt, unsere Worte haben Kraft. Und es ist gut, Sachen wirklich auszusprechen. Nicht nur so zu denken. Das könnte gut sein. Weil ich denke auch manchmal eine Menge Müll. Und ich will nicht unbedingt, dass es dieser Müll, den ich denke, als Gebet gewertet wird. Ihr kennt das vielleicht von euch selbst. Ne? Was für komische Gedanken manchmal kommen. So, die Sachen, die ihr wollt, die ihr meint, drückt die aus mit euren Worten, betet laut. Es ist gut, mit einer reinen Motivation zu beten. Ich kann beten für mein BMW Q7. Würde ich gern fahren, aber ich glaube, die Motivation darin ist nicht so rein, so, weil das würde niemandem dienen, außer mir. Das würde sogar Leuten schaden, vor allem unserer Umwelt. Und meinem Geldbeutel, so wegen den Benzinkosten. Es ist gut, so eine reine Motivation zu haben, zu sagen, ich will nicht unbedingt immer nur was für mich, sondern ich bete und ich will wirklich auch das Beste für meinen Nächsten.
Es ist gut, voller Eifer zu beten. Ich glaube, unsere Leidenschaft drückt auch manchmal unsere Liebe aus. Wenn ich meiner Frau Blumen mitbringe, dann ist es Ausdruck meiner Liebe. Und Blumen kaufen ist für mich sowas, ich weiß nicht, welchen Männern das noch so geht, das ist immer so, die verwelken doch sowieso. Warum muss man die kaufen? In 2 Wochen stehen die doch sowieso nicht mehr rum. Lass uns doch Werte schaffen, die halten. Meine Frau... Meine Frau versteht das gar nicht. Genau. Aber was ich tue und wie ich davon rede, ist einfach Ausdruck von was in mir drin ist. Deshalb, wenn wir beten, es ist auch toll, ein bisschen Leidenschaft reinzulegen. Ein bisschen so, wenn wir sehen, wie Jesus im Garten Gethsemane betet, ne? Das war nicht so, ja Gott, lass diesen Kelch doch bitte an mir vorüberrollen. Ich will nicht am Kreuz sterben. Naja, aber wenn, dein Wille geschehe, nicht meiner. Da war gleich viel mehr Leidenschaft drin, weil Todesangst und so, ne? Ich glaube, das auszudrücken im Gebet, das wäre super. Es ist gut zu beten und dabei in Übereinstimmung zu sein mit Gottes Willen. Wir sagen ja am Ende meistens so, und beten wir im Namen Jesu. Das heißt, stellvertretend für Jesus beten wir das und das. Oder in der Autorität von Jesus beten wir das und das. Und es ist gut, wenn wir für Sachen beten, auch zu wissen, Gott will wahrscheinlich die ähnlichen Dinge. Na, es ist gut zu beten, wo ich weiß, Gott hat dasselbe Ziel. Ich kann zum Beispiel für Kranke beten, aber es ist gut zu wissen, will Gott die Person wirklich heilen? Oder wird die Krankheit, ist sie auch sozusagen gut, damit jemand mal erkennt, oh, ich sollte vielleicht anfangen, mal mehr als 3 Stunden in der Nacht zu schlafen, weil ich werde irgendwie immer krank. Na, manchmal passieren Sachen einfach so und vielleicht will Gott, dass jemand was erkennt durch eine Situation. Es ist immer gut zu beten, zu wissen, was Gott eigentlich gerade möchte in der Situation. Für Leute zu beten, wo ihr wisst, Gott möchte, dass es denen besser geht. Mit Erwartung zu beten, wirklich zu erwarten, dass die Sachen passieren werden, die ihr betet. Die Bibel sagt, betet, so wird es euch werden. Das ist eine so Bibelstelle. Betet, so wird es euch werden. Betet und geht eigentlich schon davon aus, dass es passieren wird. Es ist halt nur noch nicht da. Aber Gott weiß es schon. Gott hat es schon in die Wege geleitet. Und der letzte Punkt kommt doppelt. Ja, weil voller Eifer ist. Nee, ich wiederhole mich nicht. Ja, stimmt. Einmal ist. Ja. Nein, das ist ein Schreibfehler. Okay. Genau. Aber wir wollen jetzt praktisch werden. Und ich habe mir überlegt, wir gehen in 4 Gruppen. Und haben 2 Zeiten. Das heißt, jeder von euch kann sich für 2 Gruppen entscheiden. Wir haben die ersten paar, wir müssen dann gleich mal gucken, wie viel Zeit wir haben, geht ihr alle in 4 verschiedene Gruppen. Und irgendwann nach 20 Minuten oder so gibt es einen großen Gong. Oder Felix geht rum oder Gunnar geht rum und sagt, Leute, Gruppen wechseln. Und dann geht er einfach in die neuen Räume und in die neuen Gruppen. Und es gibt 4 Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass wir gemeinsam beten. Und zwar sind diese 4 Sachen, auch hinten auf der Folie. Okay, die hat es ein bisschen verwischt. Der erste Punkt, wo ich mir wünsche, dass wir gemeinsam beten, ist Fürbitte. Der zweite Punkt ist hörendes Gebet. Die dritte Sache ist, dass wir einander segnen. Und die 4. Sache ist, dass wir gemeinsam bekennen. Und ich habe mir überlegt, vorhin so ganz spontan, ich werde jetzt gar nicht referieren zu diesen 4 Punkten, sondern ich würde gerne, dass ihr referiert zu den 4 Punkten. Wir haben ja vorhin schon gesehen, am meisten behalten wir und am meisten lernen wir, wenn wir selbst was erzählen, wenn wir selbst unterrichten. Wer hat denn schon mal Fürbitte geleistet? Könnt ihr mal die Hände heben? Wer schon mal für andere Leute gebetet hat? Cool. Wer würde denn sagen, ich mache eigentlich öfters mal Fürbitte, das liegt mir irgendwie so auf dem Herzen. Das sind ja fast genauso viele. Kann jemand mal erzählen, was er unter Fürbitte versteht, er oder sie? Was ist das? Was macht man bei Fürbitte?
Ich glaube, jeder von euch hat so ein Konzept von Fürbitte, ne? Ich gehe auf meine Knie, entweder im übertragenen Sinn oder wirklich physisch, und ich gehe vor meinen Gott und ich bitte für andere Leute. Im 1. Korinther 13, was du gerade gesagt hast, steht auch diese Stelle, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für andere hingibt. Und das ist das, was auch passiert in der Fürbitte. So, ich trete ein vor Gott für jemanden. Das ist, was auch Jesus macht. Er betet für seine Jünger. Lass sie eins sein, so wie wir, Jesus und der Vater im Himmel, eins sind. Genau. Was ist denn Möglichkeit 3, einander segnen? Wer hat schon mal jemanden gesegnet? Wow. Wer hat schon dabei jemand mal die Hände aufgelegt und gesegnet? Wow. Super. Dann erzählt mir mal, was ist denn das? Segnen. Jemand anders. Ich glaube, manchmal wird dieses Wort in christlichen Kreisen so inflationär benutzt. So, wir segnen alles. Ja, Herr, segne das Essen und segne mich und segne alles Mögliche. Und manchmal wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was es ursprünglich so heißt, dieses Segnen. Eigentlich ist es diese Weitergabe von was, was du empfangen hast, auf jemand anders. Na? Der Prophet Elia gibt seinen Prophetenmantel Elisa und segnet ihm mit derselben Autorität, die Elia als Prophet hatte. Mose gibt seine Autorität weiter sozusagen an den nächsten Leiter, der das Volk wirklich reinführt ins gelobte Land. Und so geht sozusagen von Segen von Generation zu Generation wird es weitergegeben. Diese besondere Begabung, die man vielleicht im Feld hat. Und das tun wir auch, wenn wir segnen. Es ist nicht nur so, Gott segne dich, sondern jeder von euch hat was empfangen. Jeder von euch hat deshalb auch was zum Weitergeben. Und in der Gruppe, wenn Leute einander segnen, würde ich euch bitten, macht es ganz konkret und sagt, ich möchte dich mit der und der Gabe segnen. Ich möchte dich mit dem und dem Segen, mit dem und dem Frieden segnen. Ich möchte, mach's konkret, ne? Ich möchte deine Familie segnen und deine Kinder oder die Erziehung oder ganz viele Bereiche, die ihr kennt, wo ihr selbst drin steckt. Segnet einfach den anderen mit dem, was ihr schon empfangen habt und gebt es weiter. Was ist denn hörendes Gebet? Wer hat denn schon mal so auf Gott gehört und auch das Gefühl gehabt, ja, Gott redet gerade? Also irgendwie alle, fast. Nee, nicht ganz, aber okay, dann schieß mal los. Was meint denn hörendes Gebet? In der Gruppe haben wir wirklich die Möglichkeit, das zu üben. Weil vielleicht finden sich einige von euch schon super fit darin und es fällt gar nicht schwer, auf Gottes Stimme zu hören und dann auch wirklich zu wissen, ist es gerade von Gott oder war das meine eigene Idee? Und andere Leute sind vielleicht so, keine Ahnung, was das ist und ob das überhaupt geht und ach, manchmal habe ich das Gefühl, es funktioniert gar nicht so richtig. In der Gruppe, wir haben einfach die Möglichkeit, das gemeinsam zu üben und uns auszuprobieren, weil es muss uns nichts peinlich sein. Wir probieren alles mal aus. Und ich glaube, Gott wird nicht sagen, wow, ey, ihr habt euch ja nach meinen Gaben ausgestreckt und habt es falsch gemacht, das ist total schlimm. Sondern ich glaube, Gott wird sagen, also falls es wirklich irgendwie schief geht, dann wird sogar Gott sagen, cool, dass ihr versucht habt. Klasse, dass ihr euch ausstreckt. Und macht es weiter, weil ich würde euch so gern so viel mehr geben. Das ist, glaube ich, wie wenn ein Kind versucht, irgendwas Cooles zu machen. So. Und es fällt auf die Knie oder so. Sag's auch nicht, es war echt schlecht, dass du es versucht hast. Sondern weiter so, du schaffst das, komm. Ich glaube, Gott ist genauso ein liebender Vater. Und ich habe euch noch eine Bibelstelle aufgeschrieben aus der Apostelgeschichte. Da beten die Leute gerade, was sie jetzt so machen, so als nächstes Missionsprojekt. Und das sind die Ältesten, die da beten. Als sie, die Ältesten, aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und dann beginnt eine weitere Missionsreise von den beiden. Und die gründen viele, 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 viele Gemeinden. Gut, dass die Leute vom Heiligen Geist gehört haben. Sonst wäre das Evangelium vielleicht gar nicht nach Europa gekommen. Na? Und so witzig, weil da steht, die haben gedient und gefastet und scheinbar haben sie irgendwie auch auf Gott gehört. Weil sonst hätte niemand den Heiligen Geist verstanden. Und der Heilige Geist spricht. Setzt die Leute frei. Lass die los,
setzt sie frei von ihrem Gemeindedienst, was sie jetzt schon tun, die müssen was Neues machen. Und das ist das, was du auch gesagt hast, so, die hatten eine ganz konkrete Frage. Was sollen wir vielleicht machen mit Barnabas und Saulus? Und Gottes Geist redet. Möglichkeit 4, gemeinsam bekennen. Wer hat schon mal vor jemand anderem Sünden bekannt? Wer hat sich dabei unglaublich peinlich gefühlt? Ein paar nicht, cool. Warum ist es gut, Sünden vor anderen Leuten zu bekennen und nicht nur vor Gott? Das ist eines der kraftvollsten Sachen, die man machen kann, finde ich. Weil du erzeugst damit so eine Ehrlichkeit, so eine Transparenz, dass einem nichts mehr peinlich ist. Und du kannst einfach sagen, was dir wirklich schwer fällt, wo du wirklich hinfällst. Egal, was es ist. Und das Krasse ist, Sünde passiert ja immer so in der Dunkelheit. Und wenn wir solche Fehler machen, dann ist unser natürliches Bestreben, das zu verbergen. Wir wollen ja nicht schlecht dastehen. Und dann führt es dazu, weil wir irgendwas verbergen wollen, dass wir vielleicht noch lügen, uns Ausreden einfallen lassen und uns so die halbe Wahrheit sagen. Na so, dein Tag war richtig Müll, du hast richtig viel Müll gebaut und ich fragte ihn, hey, wie war dein Tag? Naja, früh war ganz cool und abends auch. Ja, du hast nicht gelogen, aber hast du nicht so wirklich die Wahrheit gesagt. Na? Und wenn wir Sünde bekennen, dann müssen wir nichts mehr verstecken voneinander. Die Bibelstelle, die wird nicht ganz angezeigt. Jakobus 4, Vers 7. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Und das ist so kraftvoll. Ich habe es am Freitag erzählt, als wir in unserer Hausgemeinde so eine Gebetszeit hatten und alle sind ganz, ganz ehrlich geworden und haben so ganz, ganz persönliche Sachen aneinander bekannt, was sie eigentlich nie bekennen wollten. Und ich glaube, so die Hälfte der Hausgemeinde hat irgendwas über Pornografie bekannt. Und das war so krass, weil Leute haben danach erzählt, wie frei sie sich gefühlt haben. Und wie auf einmal es gar kein Problem mehr war, dem zu widerstehen. Leute hatten es bekannt in einer großen Runde und danach sagen so, ja, ich kam jetzt nochmal auf den Gedanken, schaue ich irgendwie Pornografie und es war gar kein Problem, Nein zu sagen. Es war nicht mal so, nicht mal das Verlangen da, wo du monatelang, jahrelang vielleicht gekämpft hast und das Verlangen war gar nicht mehr da. Der Teufel muss fliehen. Wenn wir Sachen ins Licht bringen, verlieren diese Sachen ihre Kraft. Genau. Und was Finn gesagt hat, stimmt auf jeden Fall. Du kannst viel besser nachfragen, hey, wie sieht es denn gerade aus da und damit? Kann ich dir helfen? Wollen wir gemeinsam beten? Das wird in Gang gesetzt, wenn wir ehrlich voneinander sind.